Ich bin an einer Riesensache dran. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Riesenroboter. Rick. Hallo? Hallo? Unglaublich! Hulk ist der Stärkste! Selbstzerstörungssequenz aktiviert. Jetzt bin ich dir noch was schuldig. Wenn du jemals irgendwas brauchst, irgendwas, völlig egal, du kannst auf mich zählen, okay? Das Monster in mir schläft nie. Ich muss ein Heilmittel. Sie kriegen nur eine geringe Dosis. Sie müssen klar und diszipliniert sein. Bei der kleinsten Nebenwirkung nehmen wir Sie aus dem Team, bis Sie wieder fit sind, okay? Mr. Blue, stimmt's? Mr. Green, das freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Also, ich habe mich gefragt, ob es sie wirklich gibt und wie jemand, in dem so große Kräfte schlummern, wohl aussehen würde. Nichts hätte mich auf diesen unscheinbaren jungen Mann vorbereiten können, der mir da die Hand schüttelt. Ich schätze Ihre Hilfe, Dr. Stearns, aber ich bringe Sie in große Gefahr. Glauben Sie, Sie können mir helfen? Ich bin voller Zuversicht, Bruce. Haben Sie mir die Blutprobe mitgebracht? Wissen Sie, die Armee verfügt über Daten, die mir bei meiner Analyse sehr weiterhelfen würden, wenn ich sie nur in die Hände bekäme.
Ich habe da einen Freund, der sich darum kümmern könnte. Die Daten. Hervorragend. Sie sollten mit Simon Utrecht reden. Ich habe einiges über seine Forschung gelesen. Sie hat vieles mit der Ihren gemeinsam. Das hoffe ich nicht. Wie Sie sehen, Dr. Danell, versuche ich mit Hilfe von atmosphärischer Strahlung das Biotech-Experiment der Regierung nachzubilden. Mr. Utrecht. Bitte, nennen Sie mich Simon. Mr. Utrecht, das Experiment ist nur einmal geglückt. Warum glauben Sie, dass Sie Erfolg haben werden? Die von mir eingesetzte Energie ist um einiges stabiler als die Gammastrahlung. Ich werde der Mann sein, dem die Menschheit ihre nächste Evolutionsstufe zu verdanken hat. Ihr Bruder und Mike glauben das auch. Ich teile den Erfolg gern mit denen, die einen Beitrag leisten. Helfen Sie mir, Doktor? Einverstanden. Und sagen Sie doch Anne zu mir.